Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Freeware- und Open Source Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Herzlich willkommen zur dritten Show von Digital Upgrade. Heute seht ihr uns mal nicht. Komisch. Zumindest keine bewegten Bilder. Wir sind stark damit beschäftigt, uns auf unsere Klausuren vorzubereiten. Und darum haben wir für euch diesmal nur kleine Sachen vorbereitet. Und mehr statische Bilder als bewegte Bilder. Keine Angst, die Programme, die wir vorführen, sind trotzdem ganz normale Videos, wie ihr es gewohnt seid. Genau, und ab nächster Woche seht ihr uns natürlich, wie gehabt, wieder als Film. Und jetzt zeigen wir euch gleich mal die Konvertierung von einem ganz normalen Windows XP-Rechner in einen Macintosh. Zumindest was das Aussehen betrifft. Richtig. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Windows dem Macintosh OS 10 näher bringt. Und zwar nicht von den Funktionen, sondern von der Optik. Dafür surfen wir auf die FlyerKite OS X Seite, klicken auf hier und wir sehen schon, wow, wir sind schon fast wie beim Macintosh. Wir loggen uns mit unserem Username ein und sehen hier schon die ersten Macintosh-ähnlichen Eigenschaften, wie hier den Dock zum Beispiel. Wenn wir jetzt auf Downloads, FlyerKite OS X und dann einen zufällig ausgewählten Download klicken, können wir diesen auch speichern. Das habe ich für euch schon mal vorbereitet. So, jetzt wieder zurück in Windows. FlyerKite OS X 3.5 ist die aktuelle Version. Ich starte den Installer. Next. Wie immer Lizenzvereinbarungen, die wir kurz mal durchlesen und akzeptieren. So, noch nützliche Informationen, man kann sich mal durchlesen. Und nun sind wir schon soweit, wir müssen die Einstellungen festlegen. Zum einen sollte man einen System Restore Point erstellen, das ist besonders nützlich, da sollte man FlyerKite OS X irgendwann mal deinstallieren oder sollte es sich fehlerhaft installieren, kann man das System zu dem vorherigen Zeitpunkt wieder zurückbringen, also fehlerfrei. Dann haben wir hier System Files, Extra, Skins, Software, Tweaks. Ich installiere jetzt alles, damit ihr mal seht, was da so abgeht. Ihr könnt natürlich noch einzelne Sachen installieren, wie zum Beispiel hier Extras, Bootscreen, wenn ihr sagt, okay, mein Windows Bootscreen gefällt mir so gut, dann lasse ich den eben. Also, wir lassen alles an, klicken auf Next. Jetzt können wir noch entscheiden, ob wir 48x48 oder 128x128 Icons haben wollen. Wir nehmen natürlich die höhere Auflösung. Dann haben wir hier noch zusätzliche Auflösungen, die wir alle aber so lassen, wie sie waren. Und wie wir jetzt sehen, geht die Installation ruckzuck. Er fängt schon mal an mit dem Erstellen des Restore Points. Und er ist schon fertig erstellt. So, nachdem die Installation abgeschlossen ist, sieht man, die Windows-Taskleiste hat sich schon mal von dem Boden in den Himmel verschoben und es hat sich auch ein neues Icon erstellt. Jetzt werden wir Windows neu starten und dann zeige ich euch euer Windows im wunderschönen Macintosh OS 10 Look. Nach der erfolgreichen Installation von FlyerKite OS X befinden wir uns jetzt im Macintosh. Würde man annehmen, aber nein, es ist noch immer ein Windows, auch wenn wir hier einen Apfel haben und einen Object Dock. Wenn wir über den Object Dock hovern, bewegen sich die Icons auch. Man kann natürlich auch Applications aus dem Object Dock starten, zum Beispiel hier den Windows Media Player. Tada, und er ist geöffnet. Ole ole. Start oder Apfel. Alte Programme. FlyerKite OS X. Tools. Rebuild Icon Cache. Solltet ihr nicht alle Icons in eurem System sich geändert haben, könnt ihr somit die Icons ändern. Ich zeige euch, wie es dann ausschaut. Kennt ihr die tollen Windows-Ordner? Jetzt sind die Ordner erstmal so Macintosh-mäßig. Geht ihr auf den Arbeitsplatz, seht ihr hier auch die wunderschönen Macintosh-Icons und ihr werdet viel Freude daran haben. So, liebe Windows-User, jetzt habt ihr
FlyerKite OS X erfolgreich installiert und könnt ein bisschen Erfahrungen mit der Anwendung von Macintosh-Oberfläche auf dem Windows machen. Have fun! Huhu, hier bin ich wieder. Windows ist jetzt macOS. Und ich bin auch noch da. Genau, und wir haben natürlich euch letztes Mal schon gesagt, wir haben ein Gewinnspiel. Und auch am Gewinnspiel hatten wir auch tatsächlich Teilnehmer. Da unsere Preise ja auch lukrativ und wirklich toll sind. Vor allem diese tolle Daten... SIM-Card Data Protector, wie ihr... Ja, genau. Und unsere Shirts, sowie diese lustigen Anhänger von NEC. Die man hört. Und natürlich das Froggy Bit Schrauber Multi... Super-Tool. MacGyver-Schlüsselanhänger-Ding. Genau. Und danke allen, die uns die richtige Lösung gesendet haben. Es war ja auch nicht schwer. Was ist Papiero? Papiero ist nicht nur mein super netter, toller, lieber Freund. Aber hauptsächlich? Vor allem ist er eine Entwicklungsplattform der Firma NEC. Genau, zur Mensch-Maschine-Interaktion. Allerdings Antworten wie ein Roboter für Kinder, der Spracherkennung leisten kann, ist natürlich auch gültig, da das genauso gut ist. So, wie gesagt, wir haben die drei Hauptgewinner gezogen und wir fangen gleich mal bei Platz 3 an. Derjenige, der das Froggy Mini Schrauber Toolset gewonnen hat, der Gewinner ist Jens Kettel. Ja, er bekommt das Schrauber Toolset. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ja, und gleich weiter zu Platz Nummer 2. Wir nähern uns immer mehr Platz Nummer 1, aber wir fangen jetzt erstmal mit Platz Nummer 2 an. Und zwar Frederik Tutzek hat Platz Nummer 2 belegt und bekommt das Digital Upgrade Shirt. Genau. So, und wir haben einen Nummer 1 Gewinner. Kommen wir. Unser Nummer 1 Gewinner, der den SIM-Card Data Protector gewonnen hat, ist Lukas Nowotny. Herzlichen Glückwunsch von uns. Wir melden uns bei euch und ihr bekommt eure Preise natürlich zugeschickt. Es geht gleich weiter bei uns. Wir wollen euch nicht nur zeigen, wie ihr aus eurem Windows ein macOS-mäßig aussehendes Betriebssystem machen könnt. Wir wollen euch auch zeigen, verstehe es wie wolle, wie man aus einem macOS-Betriebssystem ein Windows-aussehendes System macht. Das zeigen wir euch jetzt mit dem Shapeshifter für macOS X oder macOS X. Nachdem ihr jetzt vorhin sehen konntet, wie man aus Windows ein macOS ähnlich aussehendes Betriebssystem machen kann, zeigen wir euch das Ganze auch mal umgekehrt. Dazu braucht man das Tool Shapeshifter von der Firma Unsanity. Im Gegensatz zu FlyerKite OS X ist Shapeshifter nicht umsonst, sondern kostet $20. Man kann allerdings nicht nur ein Windows Lookalike machen, aus macOS machen, sondern man kann alle möglichen Skins über macOS drüberlegen. Von daher, für jeden, der so an sowas Spaß hat, für den sind die $20 vielleicht gut angelegt. Ich lade Shapeshifter mal runter. Zack, und schon fertig. Und ich brauche natürlich auch noch einen macOS-Skin, der aussieht wie Windows XP. Dazu gehe ich auf www.interfacelift.com. Wenn ich es auch noch richtig schreiben würde. Kenne ich nicht auf irgendeine merkwürdige Seite, sondern auf die Seite von Interface Lift. Tada! So, bei Interface Lift gibt es Wallpapers, Icons und auch Themes. Und nicht nur für macOS, sondern auch für Windows. Ich suche jetzt mal nach XP. Er findet mir einiges, er findet mir Wallpapers, er findet mir Icons, er findet mir XP-Icons und er findet mir auch macOS 10 Themes. Ich lade mir macOS XP. Sieht ja schon eine Vorschau. Ich mache mal einen Download, speichere ich. Zack, dann schnell in der Verbindung, ging auch die 4 MB ganz schnell durch. Jetzt kann ich meinen Firefox schließen und ich sehe die 2 DMGs auf meinem Desktop. Ich packe erstmal Shapeshifter selbst. Dauert einen kleinen Moment. Aktiviert und es poppt also gleich auf. So. Ich führe den Installer aus. Ich sage natürlich Continue. Ich möchte das Produkt ausnahmsweise nicht nach der Installation starten, weil ich erst noch meinen Skin installieren möchte. Ich gehe auf Continue. Ja, ich bin fertig zum Installieren und ab geht's. So, das PrefPane wird installiert. Also Shapeshifter ist keine Standalone-Applikation, die Sie nachher im Applications-Ordner findet, sondern es ist ein Zusatz hier für die Systemeinstellungen.
Werden wir nachher gleich sehen. Jetzt unpacke ich erstmal noch schnell mein macOS XP Theme. Wird entpackt und aktiviert und poppt auch gleich auf. Tada! Ich könnte das jetzt anklicken, das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe in meine Systemeinstellungen. So. Dann gehe ich ganz runter. Da findet sich unter dem Punkt Sonstige der Shapeshifter. Klicke ich mal an. Wird geladen. Wie wir sehen können, sind noch keine Themes drin. Klar, woher auch. Auf das Plus. Und er hat mir hier schon das macOS XP Disk Image aufgemacht. Und hier klicke ich halt mein macOS XP an. Das wird mir geladen. Und um das Ganze so richtig Windows-like zu machen, auch im Finder, hole ich mir noch die XP-Icons. So, ich muss das Ganze jetzt einfach nur hier einmal Luna Apply Changes. Das macht er kurz. Sagt mir schon, wer Crawl installiert hat. Shapeshifter, your mods have been applied. Und mit Icon Sets aktiviere ich auch noch macOS XP Icons, Apply Changes und los geht's. So, dieses Fenster hat sich jetzt noch nicht geändert. Das liegt daran, dass aktive Fenster erst nach einem Neustart geändert werden, also nach einem Neustart der Applikation. Deswegen schließe ich jetzt die Systemeinstellung. Und hier sehen wir schon, um Gottes Willen, das ist schon ganz Windowsifiziert. So, ich öffne jetzt zum Beispiel meinen Finder. Und hier sehe ich schon meinen Schreibtisch mit diesem wunderschönen macOS unlikelichen Schreibtisch-Icon oder diesen wunderschönen Windows-Icons. Es ist ganz grauenvoll. Also wir sehen hier oben auch die typischen Windows-Schließen, Minimieren, Maximieren-Buttons. Und ich beende mal den Firefox auch, damit wir es da auch sehen können. Und Firefox aufgemacht. Und sieht auch aus wie unter Windows XP. So, genau das Ganze zieht sich ja auch durch die Symbolleiste durch und durch die Menüs. Sieht alles genauso aus wie bei Windows, auch dieses Grau. Wer es mag, viel Spaß dabei. Man kann sich es allerdings auch ohne Probleme wieder über die Systemsteuerung deinstallieren. Genauso einfach, wie man es hinbekommen hat. Man braucht einfach nur hingehen. Und zum Beispiel sagen Restore Defaults und alle Themes werden wieder auf das normale macOS 10 am Standard Theme zurückgesetzt. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Ausprobieren. Entgegen unserem Motto haben wir jetzt ein bisschen Digital Downgrade gemacht von macOS X zu Windows. Wer es braucht, soll sich installieren. Wer es nicht braucht, kann es auch sein lassen oder sich irgendein anderes tolles Theme, zum Beispiel von interfacelift.com, herunterladen. Dasselbe behaupten auch immer die Golf 2-Fahrer, die meinen, man braucht keinen BMW kaufen, wenn man einen Golf haben kann. Wenn ihr euch nächstes Mal wundert, warum Tino keine Zähne mehr hat, dann könnt ihr euch einfach nur mal kurz die letzten 20 Sekunden anschauen oder anhören. Ihr wisst warum. Na gut, das war's auf jeden Fall von unserer Show. Leider habt ihr uns heute nur ganz kurz in Bildern gesehen. Statisch, nicht bewegt. Und statisch aufgeladen. Und statisch abgegeben. Genau, also das war's für heute, für diese Show. Nächste Woche wieder mit Video und mit zwei komischen Kerlen. Das war's für heute. Viel Spaß. Bis dann. Bye.